Hallo Freunde des guten Essens. Dank Lucinda und Mama Odie habe ich endlich wirklich eine Möglichkeit gefunden, meinen Vater zurückzuholen. Jetzt muss ich nur noch die fehlenden Zutaten für das sogenannte Ambrosia finden und dann wird mich niemand mehr für verrückt halten. Und bevor die beiden jetzt gleich aufbrechen werden und über Nacht mit dem Boot wieder zurück nach Hause fahren, wird Tiana noch einmal eine tiefgründige Unterhaltung mit Lucinda führen und ihr einfach Danke sagen. Denn diesmal scheint es wirklich geklappt zu haben. Diesmal scheint es so, als hätte Lucinda recht gehabt. Lucinda, ich kann dir gar nicht genug danken. Ohne dich hätte ich es niemals geschafft, meinen Vater zurückzuholen. Der Weg hierhin war zwar echt ein Abenteuer. Aber dieses Mal bin ich wirklich zuversichtlich, dass es funktionieren könnte. Noch ist nichts passiert, Tiana. Du musst das Ambrosia-Rezept erst noch zubereiten und erst dann sehen wir, ob es funktioniert. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Danke nochmal, Lucinda. Du bedeutest mir wirklich viel. Ohne deine Hilfe wäre ich niemals so weit gekommen. Du bedeutest mir auch sehr viel, Tiana. Aber, naja, ich bin jedenfalls froh, dass wir es zusammen durchstehen. Ja, du bist eine wirklich gute Freundin, Lucinda. Vielleicht habt ihr während der Konversation gemerkt, dass Lucinda mehr oder weniger indirekt versucht hat, Tiana ihre Gefühle zu gestehen. Wir sehen hier nämlich auch, dass sie sehr kokett ist und wir haben beim letzten Mal herausgefunden, dass sie halt eben auf Tiana steht. Für Tiana ist es aber alles nur freundschaftlich und deswegen hat Tiana Lucinda auch gerade mehr oder weniger unbewusst gefriendzoned. Ich würde aber sagen, dass die beiden auf jeden Fall jetzt nochmal Freunde fürs Leben werden können, denn diese Reise, die die beiden angetreten haben, hat die beiden einfach so extrem zusammengeschweißt und Lucinda hat jetzt schon einen sehr, sehr wichtigen Platz in Tianas Herzen eingenommen. Freundschaftlich, wie gesagt. Aber jetzt ist es jedenfalls an der Zeit abzureisen. Wir haben es gerade schon gesehen, der Urlaub dauert noch 4 Stunden. Heißt also um 24 Uhr, um Mitternacht, werden die beiden losdüsen. So lange werden sie vielleicht nochmal ganz kurz in den Zelten verschwinden, um nochmal ein bisschen ihre Bedürfnisse aufzufüllen. Aber wenn es dann Mitternacht schlägt, werden die beiden zurück aufs Boot gehen und ihre Reise, wie gesagt, nach Hause antreten. Das Ganze dauert ja bekanntlich 8 Stunden lang. Also um exakt 8 Uhr morgens werden die beiden wieder zu Hause sein. Und dann werden wir mal schauen, wie schnell Tiana vielleicht die ganzen Zutaten zusammentrommeln kann. Und damit ist es soweit. Es ist 8 Uhr am Morgen und das Erste, was passiert, als Tiana wieder zu Hause ist, ist, dass Charlotte auf sie zugerannt kommt. Sie wird sie einmal umarmen und sofort losplappern. Sie wird Tiana fragen, wie es war, der Erholungsurlaub, denn offiziell war es ja ein Erholungsurlaub. Denn Charlotte macht sich weiterhin Sorgen um ihre Schwester, weil sie halt in letzter Zeit einfach so abwesend ist, so distanziert und Dinge tut, die ihr eigentlich gar nicht ähnlich sehen. Und deswegen möchte sie einfach versuchen, sich wieder ein bisschen anzunähern und das klappt, wie wir hier sehen, auch soweit ganz gut. Und um zu hören, was die beiden dann überhaupt reden, werden wir jetzt nochmal mit einer weiteren Konversation in diesen Part starten. Tiana, da bist du ja endlich wieder. Wie war dein Erholungsurlaub mit Lucinda? Wo wart ihr überhaupt genau? Es war echt gut. Wir waren in der Nähe des Dschungels. Schau, wir haben ein Foto zusammen gemacht. Sieht schön aus. Und hat dir das Zelten gut getan? Ja, total. Es hat mir wirklich den Kopf frei gemacht. Ich glaube, ich möchte in Zukunft mehr Zeit in der Natur verbringen und vielleicht angeln oder Pflanzen züchten. Okay, das klingt interessant. Ich hoffe, es hilft dir wirklich. Und ich habe übrigens auch Neuigkeiten. Ich habe mit Louis Ray zusammen gekocht. Es war ein Date. Ich mag ihn wirklich, musst du wissen. Wirklich, das klingt toll. Wie ist es gelaufen? Es war total schön. Wir haben viel gelacht und obwohl das Essen erst nicht perfekt war, haben wir wirklich eine schöne Zeit gehabt. Es war irgendwie magisch. Und nachdem die beiden noch ein bisschen weiter miteinander geplaudert und sich ausgetauscht haben über die letzten Tage, wird Tiana einmal zu Tieren gehen. Denn auch ihrem Vater muss sie natürlich von allem erzählen. Wird ihn mal versuchen, ein bisschen aufzuheitern. Denn dazu gibt es wirklich einen Grund. Tiana hat jetzt endlich eine Möglichkeit, ihren Vater wieder komplett zurück ins Leben zu holen. Es wird vielleicht ein bisschen dauern. Sie muss noch einiges für die Zutaten machen. Aber sie kann es schaffen. Und deswegen läuft sie jetzt stolz auf ihren Vater zu und wird ihm alles erzählen. Die unglaubliche Geschichte, was passiert ist. Wir sehen, er ist ein bisschen angespannt, weil er vielleicht denkt, oh, was ist, wenn das doch nicht funktioniert? Aber Tiana wird ihm jetzt sagen, es wird funktionieren. Diese Frau, Mama Odie, sie hat es mir alles erzählt und es muss funktionieren. Es wird zu 100% funktionieren. Und wow, in genau dem Moment ist er auch einfach selbstsicher geworden. Also auch Kian hat jetzt die Hoffnung, dass es alles funktionieren könnte und er vertraut seiner Tochter da. Da heute Sonntag ist, haben die Märkte natürlich nicht offen, also um den Granatapfel und die Orchidee zu kaufen. Aber Tiana, du wirst jetzt nicht das schlechte Gericht essen, denn genau darum soll es gehen.
Charlotte hat ja beim letzten Mal ein schlechtes Gericht zubereitet. Und genau das wollen wir jetzt versuchen zu verkaufen, damit Tiana einen weiteren Meilenstein ihres Bestrebens erfüllen kann. Sie wird natürlich nicht merken, dass das Gericht, was sie hier einpackt, eigentlich gar nicht so gut ist, weil sie mit dem Kopf ganz woanders ist. Sie ist mit dem Kopf schon bei der Pflanze, die sie züchten wird und bei dem Kaiserfisch, den sie fangen wird. Aber trotzdem wird sie jetzt vorher noch ein einziges Mal ihren Stand öffnen. Natürlich nicht nur, weil sie das für ihr Bestreben machen muss, ist ja ganz klar, sondern weil sie es natürlich auch irgendwo genießt. Sie hat es ein bisschen vermisst, an ihrem eigenen Stand zu stehen und deswegen verkauft sie jetzt noch die letzten paar Sachen. Es ist halt wirklich schlechte Qualität, aber das ignorieren wir. Und bei der Gelegenheit möchte ich noch einmal ganz, ganz kurz eine kleine Information loswerden, die sich um dieses Restaurant hier dreht, denn ihr könnt das Restaurant aktuell als eine Art Shell-Challenge einrichten. Wenn Tiana sich das dann irgendwann leisten kann, werde ich das zwar im Let's Play selber einrichten, aber das Ganze dient dann so ein bisschen dazu, dass wir Inspiration sammeln können, dass wir schauen können, wie ihr das Ganze einrichten würdet. Ihr sollt dabei natürlich auch Spaß haben, ist ja ganz klar. Und dann kann ich später halt eben schauen, dass ich von allen vielleicht so einen kleinen Touch selber mit ins Restaurant bringe. Also mich von euch inspirieren lasse für Tianas zukünftiges Restaurant. Jetzt wird unsere Maus allerdings erstmal ein paar Verkaufsgespräche führen und die Leute überzeugen, das tolle Essen hier zu kaufen. Und wir hoffen einfach mal, dass sie mitmachen, denn wir müssen das Ganze verkaufen. Auch wenn wir es eigentlich nicht wollen, denn eigentlich sieht es Tiana gar nicht ähnlich, solche schlechten Sachen zu verkaufen. Aber eins haben wir schon mal geschafft. Das Ganze bringt uns 28 Simoleons. Also genau genommen müssen wir 4 Gerichte verkaufen. Und dann haben wir 100 Simoleons zusammen. Also bitte kauft ihr alle 4 einfach. Das reicht. Ja! Wir haben es geschafft. Wir sind im letzten Bereich unseres Bestrebens. Das mittlere haben wir sogar schon geschafft. 10.000 Simoleons haben wir insgesamt schon gemacht. Jetzt müssen wir nur noch eine Mahlzeit für 300 Simoleons verkaufen. Okay, da müssen wir uns was ganz Teures raussuchen. Und hier steht es, einen Geist durch den Verkauf von Ambrosia wiederbeleben. Dreimal dürft ihr raten, was ich mir da zusammengedacht habe. Aber ich sehe gerade, Tianas Stand ist komplett leer gefegt und eigentlich sollst du auch nicht mehr dein Dschungeloutfit tragen. Also eigentlich war das wirklich nur für den Dschungel bestimmt und danach ziehst du das nie wieder an. Aber egal, den Essensverkauf werden wir abbrechen. Den Stand, den kannst du wieder einpacken. Und wir haben insgesamt mit dem schlechten Gericht 224 Simoleons verdient. Damit wird es aber noch nicht ganz wieder nach Hause gehen. Denn als allererstes wird Tiana nochmal hier hoch zum Park reisen. Dann können wir auch direkt nochmal die 224 Simoleons zu unserem Geldglas hinzufügen. Und nachdem Tiana hier einmal die öffentliche Toilette benutzt hat, wird sie hier an den Steg gehen. Denn hier kann man angeln gehen und genau das muss sie ja tun. Sie muss einen Kaiserfisch fangen und das möchte sie halt eben so schnell wie möglich schaffen. Morgen muss sie dann nur noch einen Granatapfel kaufen und eine Orchidee. Das wird aber ja wohl kein Problem sein. Dann kann sie daraus diese neue Pflanze züchten, die halt eben auch noch für das Ambrosia nötig ist und dann ist es soweit. Dann kann sie endlich das Ambrosia herstellen und ihren Vater zurück zum Leben erwecken. Und sie scheint ihren ersten Fisch an der Angel zu haben. Oder auch nicht. Oh. Anscheinend sind die Fische in dieser Gegend zu clever für Tiana. Ja gut. Okay. Heißt also, es ist sowieso 18 Uhr. Wir müssen sowieso Abend essen. Dann versuchen wir das Ganze morgen einfach nochmal. Vielleicht kann man morgens auch einfach besser angeln als abends. Tiana weiß es nicht. Tiana hat überhaupt gar keine Erfahrung im Angeln. Aber wie dem auch sei, sie wird einmal ein paar Zutaten vorbereiten. Vielleicht ein bisschen Meeresfrüchte. Und dann wird sie ein Gourmet-Menü zubereiten. Denn, soweit ich weiß, muss man für das Ambrosia auch noch Level 10 der Gourmet-Kochfähigkeit haben. Deswegen wollen wir damit natürlich auch direkt mal anfangen. Vielleicht machen wir mal ein bisschen Sushi. Vielleicht habt ihr auch schon bemerkt, dass ich sowohl Enola als auch Charlotte ein paar neue Outfits verpasst habe. Also in der Zeit, wo Tiana halt eben weg war in ihrem Erholungsurlaub, hat Enola fleißig genäht, denn sie ist ja Schneiderin, hat fleißig Klamotten für Charlotte genäht. Hier sehen wir zum Beispiel eins ihrer neuen Sommeroutfits. Aber auch bei ihr sehen wir ihren neuen Look. Außerdem habe ich ihr die Haare ein wenig zusammengebunden, denn Enola wird ja auch immer älter. Ich kann euch das mal im Kalender zeigen. Es dauert nicht mehr ganz so lange, nur noch eine Woche und dann wird Enola einfach zur Seniorin. Deswegen wollte ich, dass sie schon mal ein kleines bisschen älter aussieht, damit der Sprung zur Seniorin später nicht zu krass ist. Also, ich finde, man könnte schon meinen, dass sie jetzt so Ende 50 ist eventuell. Aber trotzdem sieht sie natürlich noch wundervoll aus, wie eh und je. Tiana kann vielleicht noch ein weiteres Gourmet-Menü zubereiten, denn noch hat sie da nur Level 4. Also wie gesagt, auch das müssen wir noch ein bisschen ausbauen. Machen vielleicht noch eine Thunfisch-Maki-Rolle. Also ihr nächster Essensstandverkauf wird einfach ein Sushi-Verkauf. Also sie versucht sich da jetzt so ein bisschen thematisch anzupassen. Okay, wow. Und ich merke gerade, ich habe euch noch gar nicht das Bild gezeigt, was Tiana Charlotte ja schon gezeigt hat. Das hat Tiana Charlotte übrigens natürlich auch
nicht auf dem Handy gezeigt, sondern sie hat einfach das Foto genommen und es ihr gezeigt. Aber das Bild, was ich meinte, das habe ich schon hier oben aufgehangen. Es ist gerade ein bisschen dunkel, deswegen sieht man es gar nicht mal so gut. Aber einfach ein freundschaftliches Bild von den beiden. Hier sieht man ein bisschen, dass Lucinda sich so ein bisschen bei Tiana an der Schulter anschmiegt. Aber für Tiana ist das alles rein freundschaftlich. Und Charlotte, meine Liebe, Freundschaft kann man nicht erzwingen. Jetzt ist es aber spät und Tiana wird ins Bett fallen. Nach wie vor sehr selbstsicher, denn sie kann es kaum erwarten, den morgigen Tag zu erleben, wenn sie endlich, hoffentlich, den besagten Kaiserfisch fängt, wenn sie zum Markt geht, um sich einen Granatapfel zu kaufen, eine Orchidee zu holen. Und dann wird alles besser. Oh no, und Marcel ist weggelaufen, Leute. Ich verspreche euch, ich habe mich richtig gut gekümmert. Guck mal, Futter ist aufgefüllt. Charlotte ist nun natürlich am Boden zerstört. Sie wird mitten in der Nacht aufstehen und natürlich eigentlich nicht übers Telefon, sondern per Zeitung eine Suchanzeige aufgeben nach Marcel. Denn das kann ja wohl nicht angehen, dass ihr geliebter Kater Marcel weg ist. Arme Charlotte. Und da hat sie um 3 Uhr nachts auch noch einen irrationalen Hass gegen die Sonne, weil die Sonne auch gerade so extrem krass am Schein ist. Aber egal, sie lässt ihre Wut einfach mitten in der Nacht mit ein bisschen Chili da drin raus. So Dinge, die man halt tut. Dann gönnt sie sich einen Mitternachtssnack und dann, Charlotte, fürchte ich, gehst du aber nochmal kurz schlafen, denn sonst hast du morgen keinen irrationalen Hass gegen die Sonne, sondern dann fehlt dir dein Schönheitsschlaf. Und dann bist du auch wieder unzufrieden, also das wollen wir auch nicht. Und Tiana ist von der Arbeit wieder zurück, hat 125 Simoleons verdient. Die werden wir natürlich auch direkt wieder in unser Geldglas einzahlen. Und dann geht es, bevor der Markt aufmacht, nochmal zur Angelstelle, denn der macht ja erst in einer Stunde auf um 9 und vorher muss man natürlich trotzdem produktiv sein, ist ja ganz klar. Sie hat aber leider schon wieder absolut überhaupt nichts gefangen. Also die Fische, die scheinen wirklich leider zu clever zu sein. Aber egal, es ist 9 Uhr. Das bedeutet, wir werden erst nach Hanford-on-Bagley reisen. Tiana wird einmal versuchen, mit dem guten Herrn zu handeln, wobei sie gerade angespannt ist. Also weiß ich nicht, ob es funktionieren wird. Aber wenn wir es gar nicht erst versuchen, dann können wir es auch nicht schaffen. Deswegen, ja, oh, das hat Minus gegeben. Ich glaube, das wird nichts. Oh, doch, okay, sehr gut. Dann wollen wir doch mal sehen und wir hoffen, dass dieser Mann bitte, bitte, bitte einen Granatapfel hat. Und das sieht schlecht aus. Och, Manno, warum hat der denn keinen Granatapfel? Gibt es vielleicht hier gegenüber einen? Einen normalen Apfel, Marmeladen, Erdbeeren, das sieht auch hier schlecht aus. Och, Manno. Ich hätte schwören können, dass es hier ab und an mal Granatapfel gibt. Ich meine, theoretisch könnten wir das Ganze aus einem Apfel und einer Kirsche züchten. Aber das dauert halt dann wirklich extrem lange. Och, Mann, also hier wurden wir schon mal enttäuscht. Damit ist Tiana jetzt aber mit dem Bus wieder zurück nach Tartosa gefahren. Und wird einmal hier beim Blumengeschäft nochmal versuchen zu handeln. Vielleicht hat sie hier ja genauso viel Glück wie in Hanford-on-Bagley. Aber, ah, sieht auch gut aus. Ja, heute hat Tiana ein bisschen Glück. Aber auch ein bisschen Unglück. Aber wir kaufen jetzt erstmal ein paar reduzierte Blumen. Eine Orchidee, um genau zu sein. Wir hoffen, dass dieser gute Mann wenigstens Orchideen hat. Denn, ja, alles... Ach! Oh mein Gott, ist die teuer. Ja gut, immerhin müssen wir nur 843 Simoleons statt 1125 bezahlen. Wow. Aber uns bleibt nichts anderes übrig. Also 843 Simoleons. Und ich sehe gerade, man kann übers Handy tatsächlich einen Granatapfel erwerben. Und ich meine, ich weiß, ich sage immer, das Handy existiert hier nicht in der Disney Legacy Challenge. Aber vielleicht können wir einfach sagen, dass der gute Herr zufälligerweise einen Granatapfel dabei hatte. Und Tiana hat dann gefragt... entschuldige mal, ist das ein Granatapfel da hinten? Da meinte der Mann, ja, den wollte ich gleich essen. Und da meinte Tiana, genau genommen brauche ich einen Granatapfel. Da hat sie gefragt, was er dafür möchte. Und der Typ hat sich eigentlich sehr auf seinen Granatapfel gefreut. Und deswegen sagt er 150 Simoleons. Was eigentlich ziemlich viel ist. Aber naja, 150 Simoleons. Aber Tiana ist gerade nicht zu teuer. Und deswegen hat er diesem guten Mann im Blumengeschäft jetzt den Granatapfel abgekauft. Wir reden uns das Leben ein bisschen schön, okay? Ich hoffe, ihr seid einverstanden damit. Ich mache das jetzt einfach. Aber Leute, damit haben wir beide Zutaten und können wieder zurück nach Hause düsen. Und als allererstes werde ich das Geld jetzt aus Tianas Geldglas natürlich herausnehmen, weil das hat sie natürlich von ihrem Geld gezahlt und nicht von der Haushaltskasse. Insgesamt sind das 993 Simoleons. Die Rechnung können wir bei der Gelegenheit auch mal zahlen, allerdings von der Haushaltskasse. Die bezahlt Tiana nicht, nein, nein. Und dann werde ich mal in den Baumodus gehen und uns zwei Blumenkübel kaufen. Und zwar einfach solche. Die passen hier ganz gut rein. Und wir machen das Ganze natürlich drinnen, denn ich glaube, der Granatapfel wächst nur im Winter. Bei der Orchidee weiß ich es gerade nicht. Aber wenn wir die beiden Sachen einfach hier so ein bisschen vors Fenster stellen, dann bekommen sie auch genug Sonne und dann läuft das hoffentlich alles. So, Tiana, hier links pflanzen wir den Granatapfel, rechts die Orchidee und nicht essen, um Himmels Willen. Das wäre es ja jetzt, wenn Tiana den Granatapfel einfach verputzen würde, aus Versehen. Nein, das Ding wird natürlich gepflanzt.
Und die Orchidee ist 180 Simoleons wert. Warum haben wir die denn so teuer gekauft? Der Typ hat uns abgezogen. Genauso mit dem Granatapfel. Oh je, Mine. Aber wie gesagt, Tiana ist nichts zu teuer. Sie möchte es einfach nur schaffen. Sie möchte einfach nur ihren Vater wieder zurückholen. Dann gießen wir das Ganze. Und ich bin sehr gespannt, wie lange das Ganze hier dauern wird. Während wir warten, dass das Ganze wächst, kann Tiana aber natürlich nochmal zurück zum Park gehen, um noch ein weiteres Mal zu angeln. Denn wir brauchen ja nicht nur die Pflanzen, sondern auch noch den Kaiserfisch. Und ich versuche das Ganze jetzt einfach mal bei dem rechten Steg, weil bei dem linken hat es bis jetzt nicht funktioniert. Aber vielleicht haben wir heute ja mehr Glück. Sie hat immerhin schon mal Eilfähigkeit Level 2. Und ich glaube, ab Level 3 kann man offiziell den Kaiserfisch fangen. Also, wir tasten uns langsam ran, Leute. Oh, und ich habe gar nicht bemerkt, dass sie Hunger hat. Ja gut, dann kann sie sich vielleicht gleich hier nochmal ein bisschen was grillen oder so. Gibt es hier einen Grill? Ja. Da ist ein Grill. Einfach mal eine kleine Ofenkartoffel. So, und wenn du dann gleich satt bist, vielleicht können wir das Ganze einstecken. Und dann geht es weiter. Ja, und wir haben Level 3 der Angelfähigkeit erreicht. Also jetzt langsam muss es doch bitte, bitte, bitte hoffentlich irgendwann mal funktionieren. Und ich meine, wir haben noch keinen einzigen Fisch gefangen. Das kann doch nicht sein. Irgendetwas müssen wir doch inzwischen mal fangen, oder nicht? Und das sieht gut aus, Leute. Ein Baumstamm. Vergesst es. Wir werden niemals den Kaiserfisch fangen. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie sie gerade an sich selber zweifelt. Weil eigentlich hat sie doch gar keine Erfahrung im Angeln. Woher soll sie überhaupt wissen, wo es diesen Kaiserfisch gibt? Und wie man diesen Kaiserfisch fängt? Und kann sie das überhaupt? Kann sie wirklich so einen ollen Fisch fangen? Woran soll sie überhaupt erkennen, dass es ein Kaiserfisch ist, wenn sie einen fängt? Also sie wünscht es sich gerade zu sehr und wow, sie hat einen großen Fisch gefangen, aber das war, glaube ich, nur ein Thunfisch. Ja, ein Thunfisch. Aber dann sagt sie sich auch wiederum, wenn ich einen großen Thunfisch fangen kann, dann kann ich doch auch so einen kleinen Kaiserfisch fangen, oder nicht? Auch wenn sie eigentlich gar keine Ahnung hat, was sie da gerade überhaupt tut. Aber dann taucht neben Tiana ein anderer junger Mann auf, der, wie wir hier sehen, ein bisschen talentierter zu sein scheint, was das Angeln angeht. Also er hat sich gerade erst hingestellt und direkt seinen allerersten Fisch gefangen. Er scheint zu wissen, was er da macht und so kommen die beiden einfach mal ein bisschen ins Gespräch. Hey, ich habe dich hier noch nie gesehen. Bist du neu im Angeln? Oh, ja, ich dachte, ich versuche es mal. Ich bin übrigens Tiana. Malek, schön, dich kennenzulernen. Also, was hat dich zum Angeln gebracht? Ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren, um den Kopf frei zu bekommen. Außerdem habe ich es mir zum Ziel gesetzt, einen Kaiserfisch zu fangen. Bis jetzt habe ich allerdings nur einen einzigen Thunfisch aus dem Wasser geholt. Ein Kaiserfisch, ja, das ist nicht einfach. Ich habe bisher ein einziges Mal eingefangen. Es erfordert viel Übung. Ich habe mal gelesen, dass sie am besten mit einem Buntbarsch, einer Forelle oder einem Guppi als Köder anbeißen. Oh, danke für den Tipp. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Du angelst also häufiger? Ja, es ist eine der wenigen Sachen, bei denen ich wirklich abschalten kann. Es hilft mir nachzudenken und zu entspannen. Das klingt gut. Ich glaube, das brauche ich auch gerade. Weißt du, manchmal hilft es einfach draußen zu sein und etwas zu tun, was Geduld einfordert. Es bringt dich dazu, über Dinge nachzudenken, ohne dass du es merkst. Das klingt, als ob du einiges erlebt hast. Ja, könnte man sagen. Aber das ist eine lange Geschichte. Jedenfalls, viel Glück mit dem Kaiserfisch. Ich muss jetzt los, das Essen ruft. Danke, Malek. Das werde ich brauchen, schätze ich. Bist du morgen auch wieder hier? Wahrscheinlich werde ich die nächsten Tage hier verbringen, bis ich den Fisch gefangen habe. Also, ja, gut zu wissen. Vielleicht sehen wir uns dann morgen wieder. Und damit wird Malek wieder verschwinden. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Wie kann das denn sein? Oh mein Gott, wie gut verstehen die sich eigentlich? Wie schnell ist das denn gegangen? Ich habe einfach nur ein bisschen mit den beiden geredet, aber warum verlieben sich alle in Tiana? Ich meine, ich kann es verstehen, sie ist eine super süße Maus, aber warum? Naja, aber jedenfalls findet Malek Tiana scheinbar sehr, sehr interessant und Tiana hat auch einen positiven ersten Eindruck bei ihm gehabt und zwar emotional ausdrucksstark. Hin und wieder ist es schön, jemanden zu treffen, der sich nicht scheut, mitzuteilen, wie er wirklich über die Dinge denkt. Oh mein Gott, das passt so gut zu meiner Konversation, Leute. Manchmal habe ich das Gefühl, mein Spiel hört mir zu. Naja, wie dem auch sei, Tiana wird jetzt nochmal ein bisschen weiter angeln. Ist ziemlich glücklich darüber, dass sie eine neue Bekanntschaft gemacht hat, dass sie ein bisschen was erfahren hat, wie sie vielleicht leichter diesen Kaiserfisch fangen kann. Mit einem Guppi, einer Forelle oder einem Buntbarsch. Das hat er gesagt. Jetzt gerade hat sie zwar noch keinen dieser drei Fische, aber sie wird immer besser am Angeln. Und Malek hat ihr... Oh mein Gott, das ist ein Buntbarsch, Leute. Das ist ein Buntbarsch. Ja gut, also ich würde sagen, vielleicht können wir doch ein bisschen schneller als gedacht mit unserem Köder angeln. Mit einem Buntbarsch. Oh no, und Tiana scheint krank zu sein. Nee, doch nicht. Tiana ist einfach ein bisschen warm. Und es scheint so, als hätte bei Tiana etwas angebissen. Es ist kein Kaiserfisch. Was bist du? Eine L-Ritze.
Na toll. Oh Mann, und der Köder ist ausgegangen. No, das ist jetzt überhaupt nicht das, was ich erreichen wollte. Und sie ist wieder hungrig, muss pinkeln und auch ein bisschen müde. Och Mann. Na gut, ich schätze, dann werden wir auch für heute mal abbrechen. Ja, und Diana mag tatsächlich angeln. Also sie merkt gerade, so schlecht ist das Ganze gar nicht. Also ich meine, wir brauchen nur den Kaiserfisch. Danach müssen wir theoretisch nie wieder angeln. Aber vielleicht merkt Diana ja auch gerade, dass wenn sie zukünftig in ihrem Restaurant Fisch anbieten möchte, dass sie den dann vielleicht ja auch selber fangen kann. Also das schmeckt dann bestimmt alles noch viel besser, wenn es selbst gefangener Fisch ist. So, da sind wir wieder. Oh mein Gott, und Marcel ist auch wieder da. Hallo Marcel, komm mal schnell her. Charlotte wird ihn natürlich mal ganz, ganz schnell willkommen heißen und dann auch mal ganz, ganz schnell bürsten, weil Marcel sieht gerade gar nicht gut aus. Komm, wir loben ihn mal dafür, dass er wieder da ist. Geben ihm ein Leckerchen, selbstverständlich. Streicheln ihn und wir können ihn tatsächlich gar nicht bürsten. Unsere Pflanzen sind leider auch noch nicht gewachsen. Schade eigentlich, aber ich werde mal die ganzen Fische in den Kühlschrank packen, denn da können wir ja wirklich noch ein bisschen was draus machen. Die Kartoffeln kommen auch in den Kühlschrank und Diana hat sich tatsächlich schon was zu essen genommen. Es ist nun aber auch schon wieder ganz schön spät, deswegen wird die ganze Familie mal ins Bett gehen. Diana macht das Ganze schon von alleine und ich glaube, ich werde hier hinten mal diese Müllpflanzen löschen, denn die brauchen wir nun wirklich nicht mehr. Oh mein Gott, was ist denn mit Stella los? Unser Hund schimmelt. Wo ist Schimmel? Ich sehe hier keinen Schimmel. Da hat Stella hingekotzt. Das wischen wir mal ganz schnell weg. Diana, kümmere dich sofort. Aber wo haben wir denn Schimmel? Ich sehe es nicht. Stella, was ist los mit dir? Warum schimmelst du? Oh, hier ist Schimmel. Oh, Leute. Irgendwie klappt es nicht, dass wir Stella in der Badewanne baden können. Deswegen glaube ich, holen wir für unsere kleine Stella-Maus mal eine Badewanne für draußen. Also einfach so ein Holzding. Das müssen wir gleich sofort machen, nachdem wir diesen Schimmel hier beseitigt haben. Enola, du musst mal ganz schnell das Klo reparieren, weil sonst kommt hier immer mehr Schimmel. Das geht nicht. Ah! Hier ist auch schon Schimmel. Charlotte, vielleicht kannst du auch aufstehen. Ich weiß, damit störe ich deinen Schönheitsschlaf, aber du bist jetzt dran und musst Stella baden. Nützt nichts. Ist halt so. Okay, okay, der Schimmel ist gleich weg. Klo ist gleich repariert. Jetzt muss nur noch das hier weggemacht werden und dann diese Pfütze hier aufgewischt werden. Und Enola, du räumst bitte das hier weg. Und ich hoffe, damit haben wir das Problem gleich wieder beseitigt. Schau mal, Stella, wir haben hier eine wundervolle neue Badewanne. Nur für dich. Und jetzt wirst du einmal ganz, ganz sauer geschrubbt. Okay, sehr schön. Oh mein Gott, das war ja echt ein Akt. Ich will bitte, dass du nie wieder schimmelst, okay? Okay, das hat sie hoffentlich verstanden. Damit kann Charlotte dann jetzt auch noch einmal auf Toilette gehen und dann wieder schlafen gehen. Das hat ihr natürlich gar nicht gefallen, mitten in der Nacht aufzustehen. Aber sie ist trotzdem sehr glücklich. Sie hat wahrscheinlich vorher schön geträumt von Louis Ray und ist deswegen gar nicht so schlimm aufgewacht. Wenn Enola sowieso gerade wach ist, kann sie auch noch mal mitten in der Nacht etwas über Plopsi versenden, aber danach wird die Maus dann auch wieder ins Bett gehen. Genauso wie Kian, auch für dich ist noch Schlafenszeit. Und er ist einfach super wütend, weil er Angst vor den unerfüllten Träumen hat. Also ich glaube, Kian weiß noch nicht ganz, ob er dem Braten trauen kann, ob Diana es wirklich schaffen kann, mit diesem Ambrosia-Gericht ihn wieder zum Leben zu erwecken. Und deswegen weiß er gerade einfach nicht, wie er seine Gefühle ausdrücken soll am besten. Diana war wieder bei der Arbeit und hat 136 Simoleons verdient, die sie natürlich auch wieder in ihr Geldglas packen wird. Und sie hat inzwischen übrigens schon 11.430 Simoleons angespart. Also es läuft ganz gut, Leute. Viel Zeit für ihren Essenstand hat sie aktuell leider trotzdem nicht, weil sie halt diese ganzen Zutaten finden muss. Sie muss einen Kaiserfisch fangen, dann muss sie sich um die Pflanzen kümmern. Da habe ich gerade übrigens gar nicht nachgeschaut, wie weit die überhaupt sind. Aber ausgewachsen werden die sowieso noch nicht sein. Also ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Und vor allem, wenn die ausgewachsen sind, dann müssen wir die erstmal veredeln, um eine neue Pflanze zu kreuzen. Und die muss dann auch nochmal auswachsen. Also ich hoffe, das wird nicht allzu lange dauern. Diana hat auf jeden Fall nochmal einen Buntbarsch gefangen. Das heißt, nimm mal ganz kurz deine Angel aus dem Wasser. Keine Sorge, du kannst sie gleich wieder reinschmeißen mit dem Buntbarsch. Und damit hat sie auch Level 5 der Angelfähigkeit erreicht. Also wir kommen der Sache hoffentlich ein kleines bisschen mehr. Denn umso höher die Fähigkeit, vielleicht auch umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Kaiserfisch fangen. Und das ist kein Kaiserfisch. Schon wieder ein blöder Barsch. Oh Mann, und damit ist der Köder schon wieder weg. Oh Mann, ey, und einen Lachs können wir auch nicht gebrauchen. Genauso wenig ein Salmler. Teil für die Küche erst recht nicht. Aber wir haben wieder einen Buntbarsch. Heißt also, wir versuchen das Spiel einfach wieder von vorne. Und wir machen das einfach so lange, bis wir heute einen Kaiserfisch gefangen haben. Ich sag's euch, ich beende dieses Video erst, wenn wir einen Kaiserfisch haben. Und ich sehe gerade, Emilia ist gestorben. Auch das war die Tochter von Savio. Diejenigen, die die erste Generation nicht gesehen haben, wissen wahrscheinlich wieder gar nicht, wer das ist. Aber dafür verlinke ich euch hier nochmal den Stammbaum, falls ihr ein bisschen stöbern wollt und nachschauen wollt, wer das war. So, Diana, und jetzt enttäusch mich bitte nicht. Sie hat was an der Angel und es ist hoffentlich kein Baumstamm. Bitte, 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 bitte.
Bitte, ein Thunfisch. Ja, und jetzt ist der Köder wieder weg. Ey, das ist aber auch kompliziert. Immerhin hat sie Level 6 der Angelfähigkeit erreicht. Aber schaut mal, wer da kommt, Leute. Malek hat gerade schulfrei und ist mit seinem Fahrrad hierher gedüst. Du darfst auch gerne absteigen, Malek. Also, und mit uns zusammen angeln, wenn du willst. Du musst nicht auf deinem Fahrrad bleiben. Wir können gemeinsam angeln, nur wenn du möchtest. Ihr könnt mir auch gerne mal sagen, was ihr von dem guten Malek haltet. Denn spätestens dadurch, dass er jetzt halt einen Crush auf Tiana hat, wird er höchstwahrscheinlich auch eine etwas größere Rolle im Let's Play spielen. Und ich habe ja schon angeteasert, dass ich irgendwann bald, wenn es so ein bisschen Richtung Liebe geht, mal eine Umfrage machen werde, wen wir denn da in unsere engere Auswahl wieder ziehen. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass auch Malek in der engeren Auswahl mit dabei sein wird. Also ja, schreibt mir schon mal gerne eure Meinung zu ihm. Oh mein Gott, haben wir gerade gleichzeitig einen Kaiserfisch gefangen? Habt ihr das gesehen? Wir haben einen Kaiserfisch gefangen. Und er auch. Wir haben gleich... Das ist Schicksal, Leute. Das ist Schicksal, Leute. Oh mein Gott, bin ich glücklich. Ich bin so glücklich gerade. Also dafür müssen wir Malek jetzt auch einfach mal umarmen und ihm sagen, wow, hast du das gesehen? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide gleichzeitig diesen einen Fisch aus dem Wasser ziehen? Wir haben einen Kaiserfisch gefangen, Malek. Hoffentlich wird Tiana nochmal ihre Bewunderung ausdrücken und Malek sagen, wow, vielen, vielen Dank für deine ganzen Tipps und ich glaube, ohne dich hätte ich das nicht geschafft, diesen Kaiserfisch zu fangen. Danke, Malek. Auch wenn er eigentlich nichts gemacht hat. Aber oh mein Gott, Leute, wir sehen es hier. Absolute Verehrung. Tiana möchte nur das Beste für Malek und findet ihn einfach wundervoll. Oh, ich lieb's, Leute. Ich sag ja, das Spiel hört mir zu. Theoretisch könnten wir auch mit ihm jetzt schon Freunde fürs Leben werden. Aber ich glaube, das wäre noch ein bisschen früh. Wir haben ihn ja gestern eigentlich erst kennengelernt. Wir werden ihn einfach noch ein weiteres Mal umarmen und ihm unsere Dankbarkeit ausdrücken und sagen... Okay. Wow. Ja gut, sagen nicht, dass wir verknallt sind, aber es könnte eventuell sein, dass auch Tiana jetzt einen kleinen Crush hat. Und das, obwohl Tiana aktuell eigentlich noch gar nicht an der Liebe interessiert ist. Also Leute, das muss eigentlich schon was bedeuten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was wir aus dieser Situation machen wollen. Also wir werden jetzt noch nichts Großes reininterpretieren. Ich werde jetzt nicht sofort mit Malek eine Beziehung eingehen und so weiter, weil Tiana einfach gerade noch viel größere und andere Baustellen hat. Sie muss erstmal das Ambrosia zubereiten, ihren Vater dann zurück ins Leben holen. Dann muss sie noch ganz oft ihren Marktstand aufstellen, damit sie noch mehr Geld für ihr Restaurant verdient. Dann muss sie sich das Restaurant noch kaufen. Also sie hat noch ganz, ganz viele Bausteine, die sie schaffen muss, bevor sie sich überhaupt irgendwie auf die Liebe konzentrieren kann. Deswegen, wie gesagt, vielleicht hat sie einen kleinen Crush und findet ihn gerade ganz, ganz toll. Trotzdem wird sie aber keine Zeit haben, allzu viel an ihn zu denken. Und ich lieb's übrigens, wie die beiden die ganze Zeit weiter quatschen. Meistens ist es so, wenn ich nicht eingreife, dann verschwinden die Sims irgendwann. Aber diese beiden, die quatschen die ganze Zeit weiter. Malek hat zwar schon sein Fahrrad wieder hingestellt und wollte eigentlich schon wieder losdüsen, aber die beiden kommen gar nicht voneinander los. Sehr süß. Also ich glaube, die beiden lernen sich gerade einfach ein bisschen kennen. Vielleicht erzählt Tiana auch gerade nochmal von ihrem Trip in den Dschungel. Möchte auch nicht allzu viel erzählen. Schließlich mag sie diesen Jungen gerade ziemlich gerne und möchte jetzt nicht direkt dafür sorgen, dass er Tiana für verrückt hält. Also die ganze Sache mit ihrem Vater wird sie ihm nicht erzählen. Aber sie ist einfach gerade selbstsicher, glücklich und wird ohne ihn... jetzt wieder nach Hause gehen, den Kaiserfisch sowie die ganzen anderen Fische in den Kühlschrank legen, das verdorbene Essen aussortieren und sich danach selber nochmal ein paar Reste nehmen, denn sie ist wirklich sehr, sehr hungrig. Sie hat den ganzen Tag noch nichts gegessen, nur heute Morgen gefrühstückt, also es wird wirklich Zeit. Und ich sehe gerade, unsere eine Pflanze, die Orchidee, ist sogar ein kleines bisschen schon gewachsen. Der Granatapfelbaum noch nicht. Immerhin etwas, also wir kommen der Sache ein klitzekleines bisschen näher. Schreibt mir aber unbedingt in die Kommentare, wie es mit Tiana aber auch mit unserer lieben Charlotte weitergehen soll.